Haben schon irgendwelche Pläne für heute? Ja, nachher kommen Freunde, ne? Dann. Also Freunde holt sie ab. Genau. Also erstmal Hannover, dann kommen später Freunde. Dann heute Abend einkaufen. Meine Freundin macht ein bisschen die Bude hübsch und dann. Ja, okay. Ein bisschen Zeit verbringen und morgen früh dann, wie gesagt, los, ne? Ja, schön. Gut. Dann weiß ich, wie gesagt, bei der Kamera alles abgeben. Gucken, ob noch irgendwelche Sachen offen sind. Also ich kann es nicht erkennen, aber ich glaube. Ist er schon? Ich weiß es nicht. Ach, Oma. Wir haben eine Flasche Jägermeister, das reicht. Puff dir auch? So, nochmal die Übergabe. Ja. Das passt auch alles. So, dann hab ich mal so ein paar Sachen ab. Das haben wir gesehen. Nee, ich habe einfach nur daran gedacht, dass es nicht real, das geht nicht. Ich komm nicht morgen raus. Das ist nicht wahr. Da habe ich immer auf mal weggeguckt, um das Datum zu sehen. Weil das Ding ist so, die letzten zwei Wochen, ich habe immer gedacht, boah, in zwei Wochen raus. Die letzten Tage aber halt immer nur bald raus. Für die Übergabe. Dort ein Autogramm. Gut. Von mir auch nochmal eins, dass sie entlastet sind. Perfekt. Gut. Dann können wir losgehen. Das ist super. Machen wir das doch. Sie haben mir alles gegeben, ich habe Ihnen alles ausgehändigt. Ja. Ein Autogramm bitte. Und dann wünschen, ganz kleinen Moment, kommt die Schadensmeldung noch dazu. Ganz viel Glück. Dankeschön, das ist lieb von Ihnen. Ja, mal so, ich möchte Sie hier nicht mehr reden. Ja, ich hoffe auch nicht, dass ich nochmal wiederkomme, ne? An der Zeit, wir gehen zur Außenstelle. Bin ich dabei. Ist denn da überhaupt schon jemand? Ist schon jemand da überhaupt? Scheiße, Junge. Ja, beides. So, tschüss, Jungs. Schulter. Jawohl. Krank. Ich war auch das erste und letzte Mal. Ja, hoffe ich auch. Kannst du mir ganz kurz die Uhrzeit sagen? 37. Geld kriege ich von Ihnen noch? Perfekt. Ja, dann bedanke ich mich. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ärgern sind die Jungs nicht so, ne? Würde ich niemals machen. Ciao, ne? Oh mein Gott, Baby! Endlich.
Scheiße, Alter. Kranke Scheiße, Alter. Ja, weh. Oh Mann. Ich glaub das gar nicht. Oh Mann. Heftig, Junge. Mir drehen die Augen. Du bist ein Parra, Junge. Sehr gut, und ihn? Was ist das hier, Kleingeld, Digga? Der heftig, Alter. Hast du nicht gemerkt im Dings, ne? Das war im Briefumschlag. Das Hasch, Digga, das war so eine kleine Kugel. Warum macht er das nicht einfach platt? Ja, die letzten Tage waren aufregend. Ja, kann man so sagen, aufregend. Weil man halt immer daran gedacht hat, boah, bald geht's los, bald geht's los, bald geht's los. Man lag abends im Bett und man hat nur daran gedacht, was mache ich jetzt als Erstes, was mache ich als Erstes, was mache ich dann und dies und das. Knast ist jetzt nicht so, dass man sich so denkt, boah, scheiße, Knast und so, weißt du nicht, da muss man mit 20 Leuten duschen gehen und so, muss man Angst haben. Gibt's nicht. Man kann alleine duschen gehen, so, es ist nicht schlimm. Das Schlimmste ist einfach nur, dass es todeslangweilig ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Freundin hat, dass die Freundin nicht da ist. Wenn ich Single gewesen wäre, dann hätte ich 3 Jahre gesessen. Das wäre mir egal gewesen. Aber so, man weiß, jemand wartet draußen auf einen. Man hat, man weiß, wo man hin kann. Man hat seine Familie zum Beispiel. So, bevor ich reingegangen bin, hatte ich mit meiner Familie nicht so viel Kontakt. So, jetzt ist das aber alles besser geworden. So, und jetzt kann man halt nochmal neu anfangen, ne? So, ich habe zum Beispiel mit meiner Tante telefoniert. Und die hat auch gesagt, ja, egal, ne, du hast Scheiße gebaut, steh dafür einfach gerade und fertig. So, wir sind jetzt nicht sauer, dass du im Knast bist. Mach einfach das Beste draus, wenn du rauskommst, machst du es besser und gut ist. So, gibt natürlich auch Familien, die dann sagen, ja, nee, du warst im Knast, wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. So, das ist bei mir natürlich, das ist bei mir nicht so. Und deswegen hat man halt so, man ist trotzdem stark, weil man halt weiß, dass die für einen da sind, so, ne? Scheiße, Digga, heftig. Ich muss mir erstmal eine Jacke kaufen. Als erstes geben wir mir eine Jacke kaufen. Ich muss eine Jacke kaufen.